schon sehr viel wahrscheinlicher ist ja, dass Akanji zu Manchester City wechselt, oder? Das ist true. Das war natürlich eine Personalie, die hat uns sehr, sehr beschäftigt. Philipp, wir hatten ja schon über Leicester gesprochen letzte Woche. Jetzt ist es so, dass der wirklich bei City quasi fix ist. Gestern noch Training Dortmund, heute Medizincheck. Da ist natürlich auch schon oft mal was passiert. Wir glauben es nicht. Ablöse, da ist man sich inzwischen schon einig. Man redet von 17,5 Millionen Sockelbetrag. Der kann bis 20 Millionen ansteigen. Muss sich Dortmund damit begnügen? Man muss sagen, früher 21,5 Millionen an Basel überwiesen. Ja, die kriegen sie jetzt nicht mehr ganz raus. Hätten sich eine Ablöse von über 25 Millionen vorgestellt. Aber letztendlich, wenn der Deal klappt, Dortmund ist so gut besetzt jetzt in der Innenverteidigung, da ist er zu viel. Und deshalb wird dieser Transfer über die Bühne gehen.